life, I'm so glad you stayed with me. If I'd done it all by myself, my ashes would be yet at sea. Oh, my heart is burning like a flame the moment I see you. Oh, my body is trembling when I lay my eyes on you. Das war so auf dem Bauch.
Nee, ist klar, ich hoffe. Ja, aber sonst bei dem Essen alles super. Ja, das war alles grandios. Gut, dann kann er davon wenigstens erzählen. Das soll nicht aber von der Rückfahrt nach Hause. Das kann ja bitte schön auf der Rückfahrt nach Hause passieren. Man sieht, du hast keine. Ach, was? Ja, wie ist gestern noch Leichenwagenfahrer? Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Guck mal, die Kleine da unten, die strahlt mich immer noch so an, ne? Schätzelein, bist du in Schwarz, bist du verheiratet? Nicht. Aber Sie, Herr Kozlowski, kein Hinderungsgrund. Herr Kozlowski, bitte. Halt dich darauf, Schätzelein. Ich zeige dir jetzt den ultimativen Grund, warum wir beide heiraten sollten. Herr Kozlowski, halt dich darauf. Pass auf, guck mich genau an. Los geht's. Oh mein Gott. Kannst du sehen? Ich habe keine Zähne mehr im Mund, Herr Kozlowski. Und du weißt ja, sind die Zähne erst noch raus, hat die Zunge frei ins Spiel. Herr Kozlowski! Was? Nichts, das ist schon gut. Wir sehen uns nachher hinter der Bühne, Schätzlein, ne? Du bist doch nur neidisch. Neidisch, naja. Ich weiß es nicht. Aber, Herr Kozlowski. Tachchen. Er dreht ein lustiges YouTube-Video. Heute Abend war YouTube drin, ne? Ja. Aber er ist FSK 16, der ist nicht drauf. Herr Kozlowski, der ist immer noch da. Ja, ich bin immer noch da. Pass auf, Herr Kozlowski. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir ungefähr noch haben, ja? Aber eine Frage habe ich trotzdem noch an Sie. Welche? Können Sie mir das erklären, warum Sie von den Frauen so vergöttert werden und ich nicht? Das kann ich dir erklären. Soll ich? Wenn er jetzt Ja sagt, hat er ein Problem. Okay, Herr Kozlowski, fangen Sie an, erklären Sie es mir. Pass auf. Ja. Schätzelein. Ja? Ich habe eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja? Ich will mich doch hier für den Shanty-Chor bewerben, ne? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Was wollen Sie denn singen? Ersten Tenor, zweiten Tenor, Bass? Was soll ich das denn wissen? Ja, pass auf, dann müssen wir erstmal den Caruso. Wo ist Caruso? Der Chorleiter? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Dann müssen Sie den Herrn da. Der hat Fiege in der Hand. Der ist mir jetzt schon sympathisch. Dann müssen Sie den fragen, ja? Ob Sie überhaupt singen können. Ich kann singen, Kollege. Was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Dass ich dir das jetzt musikalisch erzählen werde, warum ich ein Frauentyp bin. Herr Kozlowski, das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Pass mal auf, Herr Kozlowski, da gibt's ein kleines Problem. Welches? Ich war da nicht drauf vorbereitet. Sie haben mir keine Musik gegeben. Meinst du, ich bin doof? Die Technik hat schon längst eine. Oh nein. Doch. Aus der Nummer kommt er nicht mehr raus. Das ist nicht Ihr Ernst, Herr Kozlowski. Doch. Pass mal auf, Herr Kozlowski. Hier ist so ein schönes Sommerfest, ne? Ja. Und wenn Sie hier anfangen zu singen, ne? Aha. Dann ist innerhalb von 10 Sekunden dieser Platz leer. Wieso schließt er immer von sich auf andere? Oh mein Gott. Okay, und Sie sind sicher, dass Sie das machen wollen? Ja. Sie haben kein Mikro. Kannst mir eins geben? Ich kann da... Pass auf, Herr Kozlowski, wir teilen uns eins. Pass auf. Nehmen Sie das hier so lange. Das geht sogar. Ja, das geht, genau. Pass auf. Ja gut, Herr Kozlowski, ich werde Sie daran nicht hindern können. Nein. Okay. Auf Ihre Verantwortung, ja. Wenn der Chanticor gleich keine Leute mehr hat, ne, bedankt euch bei ihm, ne. Ich kann das ab. Und faule Tomaten in die Richtung. Guck mal, ein Hund. Kann der auch Chinesisch? Nicht. Kann er Ausländisch? Miau! Nicht. Mein Macho, mein Softie, mein Image aufpoliert. Von 17 bis 70 sind Mädels alle fasziniert. Geschniegelt, gebügelt, da mach ich toll was her. Nicht schlechter spricht, sagt jede Frau Hallo. Wer ist denn der? Und alle Millionen Frauen lieben.
nicht. Warum, weshalb, das weiß ich nicht. Doch Millionen Frauen lieben mich. Es ist ja sehr schön, Herr Kozlowski, aber ich bin noch nicht fertig. Ja, ich merke das schon. Aber das ist nur, guck mal, die kann auch schon mitsingen. Wir machen demnächst Judith und Mel, ne? Das nicht, warum, weshalb, das weiß ich nicht. Doch Millionen Frauen lieben mich. Ja, aha. Machen Sie das am 27. Oktober. Er hat's gesehen. Das ist so hoch, ich bin nicht schwindelfrei. Nein, das meine ich nicht. Was denn? Pass auf, ich gebe dir mal einen Tipp. Na, sag schon. Ich brauche nichts sagen. Gucken Sie einfach nochmal runter. Oh mein Gott. Jetzt hat er's. Guckt euch das an. Hm? Das konnte ich gestern noch nicht. Herr Kozlowski, das meine ich nicht. Was denn? Sie haben einen Stiefel verloren. Ich habe einen Stiefel... Nein, nein, das siehst du falsch. Ich habe einen gefunden. Ah ja, und wo? Ja, da hinten am See. Ja, pass auf, Herr Kozlowski. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Stopp halt. Was denn noch? Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Okay, die wäre? Was hättest du gemacht, wenn ich jetzt nicht hier gewesen wäre? Und jetzt auch nicht die Bühne sauber gemacht. Du siehst nicht aus wie eine Putzfrau. Na, pass auf, Herr Kozlowski, ich erkläre Ihnen was. Oh mein Gott, jetzt kommt's. Ja, pass auf. Ich bin nebenbei noch Bauchredner. Ist der bescheuert? Wieso bin ich bescheuert? Pass mal auf. Ja, wenn du ein Bauchredner bist, ne? Ja, dann hätte ich jetzt noch eine Frage. Komm mal nach hier. Komm mal nach hier. Ein Stück weiter nach hier. Guckt euch den an, wenn der sich rasieren würde, könnte er mein Bruder sein. Ne? Guck mal hier. Könnt ihr das da hinten auch? Komm mal auf die Bühne, komm mal hoch. Komm mal hoch, wir müssen das den Leuten mal zeigen. Komm hoch. Das wird herrlich. Der ist immer noch hier. Ja, ich bin immer noch hier, das lässt ihn nie ganz vermeiden. Warum nicht? Das erkläre ich Ihnen später. Das ist... Schätzlein, wo bist du? Das ist... Komm hier auf. Komm hier rüber. Da so. Die ähnlich... Tach, du bist der Dieter. Guck mal, Dieter und Heinz. Ein Herz und eine Seele, oder? Das ist schön. Du sag mal... Dieter, verstehst du Stässchen? Das hätte er nicht sagen sollen. Herr Kozlowski, was haben Sie vor? Halt dich da raus. Okay. Schätzelein, darf ich dir mal eine Quizfrage stellen? Er weiß nicht, ob er sie beantwortet. Herr Kozlowski, halt dich raus. Dieter! Oder pass auf, wir machen es anders. Du bist der Juror. Du entscheidest, ob er gewonnen hat gleich oder nicht. Pass auf. Jetzt reichen alle. Was kommt denn jetzt? Pass auf. Wir beide kennen uns aus. Er ja nicht, ne? Pass auf. Herr Kozlowski, denken Sie dran, Sie sind Kinder. Das macht nichts. Okay, schießen Sie los. Weißt du, wie eine Viagra von innen aussieht? Die Zeituhr tickt. Wir beide wissen das, ne? ich weiß halt nicht, Herr Kozlowski. Guckt euch den an, dass es auch eine ganze nehmen muss. Herr Kozlowski, das müssen gerade Sie in Ihrem Alter sagen, ja? Man sollte nie von den Aussehen auf den Rest schließen. Ne, Dieter? Richtig. Wer sagt das? Konfuzius. Konfuzius.